Und wir sind wieder zurück. Wir grüßen euch recht herzlich wieder zu einer neuen Runde Rome 2 Total War in der Augustus-Kampagne. Und wir setzen auch direkt dort ein, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, wie das eben so ist, wenn man den Spielstand lädt, ne? Genau. Hallo, verehrte Zuschauer, auch von mir an dieser Stelle. Ja. An den heimischen Empfangsgeräten. Genau. An heimischen Empfangsreden. Ja, wir wollen weiter versuchen, hier unsere Taktiken durchzusetzen, die wir ja in Strategie. den letzten, genau, Strategien und Taktiken, mit die wir in den letzten Folgen ja bereits angesprochen hatten. Also ich wollte jetzt hier ordentlich Armeen aufbauen und parallel dazu in Spanien den, ja, den Geldaufbau, im Prinzip Geld und Landwirtschaft aufbauen und darin investieren, damit wir dann sozusagen in Italien und etc. pp. Uns dann darauf konzentrieren können, Antonius in in Griechenland anzugreifen, während der Menenor dasselbe hier in Ostlibyen tun möchte, nicht wahr? Ja, so sieht das aus. So ist das nämlich schön, so ist das schön und angenehm. So, dann werde ich mal hier etwas, was haben wir denn an Nahrung? Wir haben nicht viel Nahrung da, das ist aber ungünstig. Da müssen wir mal hier ein bisschen Nahrung reinkriegen. Das kriegen wir am besten durch Fischen. Dann machen wir das mal hier. Zack. Das ist schon mal gut. Und hier können wir noch mal ernst den Feinkosthandel. Ja, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Etwas Technologie bitte noch erforschen. Und dann kann es auch schon direkt weitergehen. Ich glaube, technologisch werde ich auch mal ein bisschen was jetzt ins Militär setzen, weil ich da zivil ziemlich viel erforscht habe, aber das Militär ganz schön zurückgeblieben ist. Hey, der Militär ist zurückgeblieben. Hast du gehört? Das hört sich doch gut an. Vergütungsreform hört sich doch gut an. Oder das hier. Ne, wir machen mal den taktischen Drill. Können wir dann endlich mal ein paar neue Einheiten bauen. Okay, und damit gebe ich eigentlich ab. Halt, nein. Halt, nein, ich habe noch einen Charakter. Psst. Das war das Falsche. Das war auch das Falsche. Wo sind sie denn? Hier. Ich habe ja noch einen Charakter, den ich etwas aufhübschen kann und aufleveln kann. Ja, der hat sich ganz gut gemacht hier, der Veteran. Ein Ultra-Veteran. Der ist so ultra, ja. Was machen wir denn mit dem mal schnell? Hier geben wir mal ein bisschen mehr Autorität. Jetzt kann ich abgeben. Toll. So, da bin ich. Irgendjemand hat eine Eigenschaft erhalten. Natürlich, wie das so Nein, ist. sehr schön, sehr schön, sehr schön. So haben wir das geklärt. So, ich kann hier irgendwo was basteln. Genau, und da wollte ich basteln einen Tagebau. Da wird jeden Tag was gebaut. Ha, ha, Kapsa, wo ha. willst du das errichten? Ich guck gerade mal so ein In bisschen. Hartrumentum. In Hartrumentum habe ich das in In Bauern erstellt. Ha. Ich habe jetzt übrigens 666 Münzen. Das heißt, ich bin des Teufels, aber das macht nichts. Naja, du hast schon mal mit weniger angefangen. Ja, ich habe dummerweise auch nicht so den... Na, haut bloß ab, ihr feigen Hunde. Was ist denn das hier? Rebellen. Das sind nubische Rebellen. Aber das mache ich ja mal automatisch aggressiv. Mach das mal sportlich. So. Und das Messer rein und Gedärme raus. Kann der römische Luftröhrenschnitt. So. Genau. Wenn wir die versklaven, die 52 Mann aufs ganze Reich verteilt, sollte das gehen. Dann mach mal. Unter Lucius Amatius Tutintanus, was übrigens ein unheimlich stylischer Name ist, der Mhm, Feldherr von der Legio II Aggressor ist, das war also die, die hier gerade in Aktion war, hat einen Rang bekommen, einen zusätzlichen Bonus Dingenskirchens, und den werden wir jetzt auch mal direkt verteilen auf das hier. So. auf das hier. Jetzt hat er eine höhere Angriffsstärke, also er und seine Infanteristen. Das Wie ist sieht gut. denn, eigentlich so dein, dein politischer Machtbereich aus? Also ich bin ja aktuell politisch gesehen nicht unbedingt, also meine Fraktion ist nicht unbedingt sehr stark. Du meinst im Senat jetzt? Im Senat. Mein Einfluss ist geliebt. Ich Okay. habe also 75%. 75%. Hast du da auch schon hier einen Bürgerkriegsanstieg an der Seite? So null, so gar nicht. Aber da wir Okay. ja quasi in der Bürgerkriegszeit sind, ist das ja auch Ja. eigentlich. Naja gut, aber ein Bürgerkrieg kann ja auch im eigenen Bereich ausbrechen, weil ich bin bei 37 und so langsam, also falls es bei mir weiter sinkt, ich muss mir mal echt was überlegen, falls das bei mir nämlich weiter sinkt, kriege ich nämlich langsam ziemliche Mali.
Ich muss mir mal echt was überlegen langsam hier. Oh ja, Leading oder so. So, gucke mal, was kostet denn hier so ein Wirt? 1100. Was das ist so viel, wie ich eine Runde kriege. Das gibt's gar nicht. Was kostet die Welt? Das ist natürlich bei Roller. Ach, das Rom sieht so schön aus. Und hier steht mein Augustus. Der spätere Augustus, jetzt noch Octavian. Ist das nicht schön? Wo steht der? In Rom. In Rom. Ja, das ist schön. Macht der Urlaub da, ja? No, ja. Der schaut sich dort verschiedene Sehenswürdigkeiten an, wie zum Beispiel Berlusconis Wohnsitz. Ja, den ist damals schon, ich meine, die Theorie ist ja, dass er schon seit damals lebt. War ja auch das älteste Gewerbe der Welt. Genau, ein Überbleibsel aus alter Zeit. Von damals. Genau. 1911. Sich, genau. So, ich überlege mit meiner Spionagefachkraft hier mal loszureiten. Die gute alte Spionagefachkraft. Na, aber hallo. Nähern wir uns mal der antunischen Grenze. So, Runde beenden. Naja. Was? Nein. Dieser Charakter Menodorus, wer ist das? Was? Wer bist du? Wer ist denn Menodorus? Das ist bestimmt irgendein Verwalter. Der Befehlshaber der 3. Legion Interdiktor. Hier, gucke mal. Pass mal auf. Der kriegt natürlich jetzt auch hier. Hier Krieger plus 2 Nahkampfangriff. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Man könnte mal Urlaub in Syrakus machen. Syrakus. Ja. Was hast du aktuell so an Einkommen? 1364. Mhm. Das ist nicht so prall. Naja, gut, aber es wird ja langsam. Ja, aber so richtig ist das irgendwie noch nicht. Mhm. Naja, ich habe auch nicht so viel Einkommen, weil ich relativ starke Einheiten unterhalte, die mich halt viel kosten. Und ich darüber hinaus über den Spanienfeldzug halt relativ lange gebraucht habe, um dort auch mal die Wirtschaft in Gang zu bringen. Deswegen muss ich das alles jetzt erst machen, was mich natürlich wirtschaftlich auch ein bisschen zurückwirft. Lemurien. Ja, das Ding ist, ich bin ziemlich klein, also ich bin sowieso wirtschaftlich immer so eine Sache hin hier, weil ich habe, was habe ich denn? Ich habe ein paar Inseln und einen Haufen Sand, also es ist jetzt nicht so. So, ihr könnt euch diesen interessanten kleinen Kurzbericht hier mal durchlesen. Zu Lemuria hinaus, ihr Geister. Ganz interessant. Oh, der Haushalt erweitert sich. Was kriegen wir denn? Die Geister, die 5% Wohlstand aus allem Handel. Goldstück und Schwert, tragt beides mit euch, um Geschäfte zu machen. Ja, das ist wahr. Ich glaube, für nichts anderes gilt das so heftig wie für Rom. So, wir bauen hier ein bisschen weiter aus. Dann hier. Wo ist denn das Numancia? Da müssen wir mal gucken. Doch, da können wir uns das eigentlich leisten. Entweder das oder wir bauen erstmal das Getreidesilo aus. Das sind natürlich gleich, ist, da gleich die ganze, ist natürlich gleich die ganze Kohle wieder weg. Aber vielleicht ist das gar nicht. Oh, Olivenölhandel ausbauen. Das machen wir. So, damit ist auch wirklich schon das gute alte Geld. Es rinnt mir durch die Finger, das gute alte Geld, hörst du? D-Mark. Genau, was können wir denn hier machen? Nichts. Der Treffpunkt. Auditorium, wo ist das? In Borea. Da können wir doch mal einen Händler reinsetzen. 100 Wohlstand durch Handel. Das gefällt mir. Oh, ich glaube, hier regnet es bald ordentlich Geld. So, die setzen wir mal wieder auf normales Wandern. Was normales Wandern? Naja, ich habe die hier ein bisschen, im Sturmschritt nach Rom geführt, nach Italien geführt, meine Einheiten. Ah, du machst Sachen. Ah, ja. Obwohl man eigentlich dort oben vielleicht doch erstmal die Einheiten ein bisschen umtauschen könnte, überlege ich gerade. Oder vielleicht noch ein bisschen Kavallerie reinführen könnte. Wo können wir denn Kavallerie ausheben? Zu Hause. Ja, genau, in Rom kann ich das tun. Siehste? Und das werde ich hier auch tun müssen. Und dann werde ich hier auf jeden Fall mal diese ganzen Wiegeles, die werde ich gleich mal auflösen hier. Das ist ja unglaublich, dass ich sowas immer noch habe. Sogar, das wundert mich selbst. Sogar hier ist noch eine Einheit Vigiles drin, das ist ja unglaublich. Dort sind keine Vigiles mehr drin. Ich glaube, auch in Gallien habe ich ziemlich viele Vigiles stehen. Na, es geht. Ja, genau.
Kosten 50, das können wir tun. Tja, das hier oben im Norden, das macht mir natürlich so ein bisschen Bauchschmerzen. Obwohl das Verhältnis zu den Germanen etc. hier oben nicht so schlimm ist. Die wallen sich doch ruhig. Sag aktuell, ja, na aktuell noch. Ich werde sie ab und zu mal ein bisschen bestechen müssen. Damit das auch so bleibt. Oh, dann so, machst du das. Bitteschön. Oh, und der nächste Runde krieg ich schon 3000. Das Geld. Was, ich habe eine Mission erteilt. Ich soll einen Würdenträger rekrutieren. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dafür bekomme ich als Belohnung unumstrittene Autorität für 6 Runden. Und das, was bringt dir das? Plus 5% Erfolgswahrscheinlichkeit für Aktionen von Würdenträgern. Aha, okay. Oh. Naja, da könnte man doch zum Beispiel mal ein paar Attentatsversuche unternehmen. Auf Antonius Gebiet, oder? Was meinst du? Was? Mit Würdenträgern? Naja. Wenn ich hier schon tatsächlich das Geld ausgebe, was ich jetzt nicht mehr habe übrigens, erst nächste Runde, für einen Würdenträger, dann werde ich den in meine Armee stopfen, weil der nämlich den kulturellen Einfluss Roms stärkt. Und das ist momentan in den frisch eroberten Gebieten um Kidamus und Garama. Und Rama? Ja, ja, Rama. Ich mache hier sehr gerne Werbung. Für, Butter. Aha, ich verstehe. Ich glaube, du bist ein Spaßvogel. Nö. Nö, alles ernst. Bitterer. So sieht's aus. Alles bitterer Ernst. Twitter den Ernst, ja. So, naja, gut. Wie sieht's denn aus? Willst du jetzt hier mal nach Britannien marschieren? Ja, genau, das ist jetzt mein aller erklärtestes Ziel. Ja. Bereit zum Kommandieren. Staatsmann ist wieder hergestellt. Das ist aber schön für den Staatsmann. So, ich muss hier ein bisschen weiter ausbauen. Ich kann hier noch nicht so schnell abbrechen. Haben wir denn ich mache mir noch? Ja ernsthaft ein bisschen Sorgen um die Ägypter. Wieso? Weil die Ägypter als Einheit diese Pikeniere haben. Ja. Und diese Pikeniere sind einfach mal bei Rome 2 zumindest noch unklar. Unklar? Die sind so unklar. Die sind so unklar, echt? Also sind wir so haben unklar? Tatsächlich mal, wir haben tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, haben wir das schon erzählt? Ich glaube nicht. Wir haben tatsächlich mal ein Gefecht gemacht, einen ganz einfachen Angriff auf eine Stadt. In dem Fall war ich dann der Verteidiger. Und ich glaube gegen sehr schwer oder hier Ultra, was hier der höchste Schwierigkeitsgrad ist, haben wir uns zum Kampf gestellt. Und gegen 2 Armeen des Feindes, die haben beide relativ dieselbe Stadtmauerseite angegriffen und ich hatte zur Verteidigung nichts weiter gemacht als eine Pikeniereinheit, die noch nicht mal irgendwelche Bonus-Erfahrungsränge bekommen hat oder sonst irgendwas, hinter das Tor zu stellen. Und das hat ausgereicht, weil diese Pikeniereinheit alleine 2000 Mann ausgelöscht hat. Und das ja, stimmt, du hast das, nee, du hast die nicht ans Tor gestellt, du hast die direkt unten an den Turm gestellt, wo die runtergekommen sind. Nee, hinter das Tor habe ich die gestellt, weil die das Tor aufgebrochen haben und dann sind die einmarschiert. Echt? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir über eine Mauer angegriffen worden sind. Du kannst dich da gar nicht dran erinnern, weil du dort mit deiner Liebsten telefoniert hast. Naja, ja, aber ich kann mich an die Ausgangssituation erinnern. Ich dachte halt, du hättest dich dort unten an den Turm gestellt und hättest dort alles abgestichelt, was dort so rumgelaufen ist. Nö, so, ich geb mal ab. Das Tor gestellt und die haben das Tor aufgebrochen und sind dann reingestürmt und es ist halt aber keiner davon gekommen mit dem Leben. Naja, da zieht vermutlich noch so ein bisschen die gute alte Sanduhr-Taktik aus, die wir schon bei Medieval 2 hatten. Da konntest du ja auch, wenn du das Tor aufmachst und dort deine Einheiten, da konntest du eine, das habe ich auch schon geschafft, konntest du Armeen aufhalten, noch und nöcher. Was natürlich sehr realistisch ist. Ja, so unrealistisch ist es ja gar nicht, weil immerhin hast du natürlich bei einer Verteidigung an einem Tor immer den Vorteil, dass der Gegner sich nicht entfalten kann. Das ist ja. Naja gut, aber selbst, aber irgendwann müsste ja die große Masse müsste ja trotzdem irgendwann siegen. Verstehst du? Irgendwann muss die Masse einfach siegen. Meinst du? Siehe Russland, Zweiter Weltkrieg. Irgendwann muss die Masse einfach siegen. Ja, stimmt, genau. Die Russen sind auch durch ein ganz enges Tor gekommen. Ich erinnere mich. Es tut mir leid. Nur das Brandenburger Tor. Ja, ja. Genau. Das war noch die Berliner Stadtmauer, hat ja die Russen sehr lange die gute gehalten. Alte Berliner Stadtmauer. Ja, weißt du machst dich jetzt noch drüber lustig, aber bald wirst du nie mehr lachen. Genauso wie wahrscheinlich die Wehrmacht ja auch an der Moskauer Stadtmauer gescheitert ist, ne? So sieht's aus. Also keine Belagerungstürme dabei hatten. No, und keine Rammböcke. ein Geschmache. So. Ich habe immer kein Geld. Ich mache immer eine Aktion, dann freue ich mich, dass ich die gemacht habe, weil dann habe ich nämlich kein Geld mehr. Naja, wie gesagt, wenn ich jetzt hier aufbaue und dass ich alles hier ein bisschen einrödel, dann kann ich dir auch auf jeden Fall pro Runde immer ein bisschen was abgeben, dass du vielleicht nochmal hier und da ein paar Truppen unterhalten kannst.
Ja, ich sag mal, dafür, dass ich ein relativ kleines Staatsgebiet habe mit einer relativ schwachen Wirtschaft. Kriegst du schon was raus, ja? Naja, es ist nicht nur das, immerhin bin ich in der Lage, drei Legionen zu unterhalten, also zwei volle und eine, Ja. also für mich voll. Ich habe da 10 Einheiten Legionäre drin, den Naja. General und zweimal Kavallerie, beziehungsweise in der einen dreimal Kavallerie. Ja. Das Da bin ist ich schon der. ganz zufrieden damit. Gibt's gar keinen Grund, sich aufzuregen hier. Ja, alles voll Luxus hier, Luxus. Alles voll gechillt, Junge. Hey, nächste Runde wird meine Forschung fertig. Wow. Naja, also was wir aber dazu auch sagen müssen, in Attila, also wegen unserem Gespräch gerade, in Attila haben wir auch das komplette Gegenteil erlebt, ja? Also, dass auch wenige Einheiten ausreichen, dich zu vernichten, auch wenn du nicht am Tor bist, sondern nur weil du nicht durch das Tor reinkommst. Weißt Ja, du noch? Attila ist tatsächlich, Attila ist extrem heftig, was das Ganze Ja. angeht. Wir werden auch, das können wir ja hier, glaube ich, denke ich, schon mal ankündigen, wir wollen Attila auch tatsächlich dann das Let's Play nachschieben zu dem Bürgerkrieg hier. Das heißt, wenn Rome 2 zu Ende ist, in 100 bis 200 Folgen, das wissen wir noch nicht ganz genau, werden wir also dann mal aufbrechen in die, ja, in die ausgehende Antike. Ja. Und uns dann mit dem, mit auch mit Ostrom und Westrom beschäftigen. Und Oh, natürlich die. kooperativ, was ja auch nicht ganz so weit hergeholt ist. No, das ist total weit hergeholt. Ja, von daher. Und So. das können wir schon mal versprechen, dass es sehr interessant wird. Attila ist sehr heftig. Jawohl, auf jeden Fall. Also ist im So. Schwierigkeitsgrad ein ganzes Stück weiter. So, das machen wir hier so. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen die Wirtschaft ausbauen. Also entweder ein Münzer. Das hört sich natürlich gut ein. Münzer oder Juwelier. Die öffentliche Ordnung in. Wo? In Gades. Wo ist das? Dort unten. Ach ja. Dann machen wir mal die Grabenmine. So, jetzt baue ich hier überall erstmal die Wirtschaft auf. Das läuft schon ganz gut soweit. Jetzt habe ich schon mal 3000 Einkommen pro Runde. Und aktuell, ich weiß nicht, ob du sie auch hast, aktuell laufen bei mir die Ludi Plebei. Das sind die plebejischen Spiele zu Ehren der Auseinandersetzungen, die damals unter den Gracchen geführt worden sind, dass die Plebejer, die einfachen Plebejer auch Mitspracherecht im Staat erhalten sollten. Da gab es ja damals verschiedene Parteien, die da gegeneinander intrigiert und sozusagen politisch gekämpft haben. Und die geben mir jetzt einen ganz guten Bonus. Ich kriege jetzt unter anderem ein bisschen Nahrungsbonus und einen ordentlichen öffentliche Meinungsbonus in allen Städten. Das ist eigentlich ganz gut. So, du Jo. bist dran. Juhu. Ich meine natürlich, hey. Forschung abgeschlossen, Auxiliarsöldner. Was ich alles so erforsche. So, besorgte Bevölkerung. Ja, kann das ein bisschen jetzt ja mal so. Ja, ist dann auch fertig gebaut. So, zeig mal her bei Forschung, 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 Forschung. Also was ich jetzt schon mal machen werde, auf jeden Fall werde ich hier Narona angreifen. Narona wird meine Ausgangsbasis. Das werde ich mir gleich mal angucken. Ich bin gerade noch im Forschungsmenü. Moment. Natürlich, natürlich. Bitte gehen Sie nicht weg. Der nächste freie Platz wird für Sie reserviert. Genau. So, ich werde jetzt mir hier die Vergütungsreformen erforschen. Das Viel senkt Wald, nämlich meine wenig Wald. Rekrutierungskosten Viel, und meine wenig. Unterhaltskosten. Und vor allem auf die Unterhaltskosten bin ich natürlich scharf. So, was Echt? Narona? Ist das hier drüben, wo ich denke, dass es No, ist? das sind diese Stadt, die von lateinischen Rebellen beherrscht wird. Hier. Ah, hier. Ja, da wirst du mal deine Marines ausschicken, um dann dort in einer No. kombinierten Landeaktion Narona einzunehmen. Genau, weil das Gute ist, hier ist nämlich auch kleinen Strand und da kann ich direkt rüber gehen. Und Salona, wie sieht es damit aus? Weil ich meine, das ist ja auch bloß irgend so hinterhergelaufener, Naja, das ist ja gut. Darkien, das ist ja auch, denke ich, ne? Na, warte mal, die Darkien, da müssen wir natürlich mal einen Blick auf die, kann ich jetzt gerade nicht auf die Diplomatie werfen, ob die vielleicht mit irgendjemandem verbündet sind, weil das Warte. Letzte, was ich dann hier haben will, ist hier oben ein Flächenbrand. Also Darkien ist verbündet mit den Bastarnen. Nicht mit den Bastarden, sondern mit den Bastarnen. Und die haben wir noch nicht aufgedeckt. Naja, gut. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich auch nicht. Aber ich kann dir sagen, sie werden von keinem gemocht. Zumindest keinem von den Völkern, die wir kennen. Das ist aber beruhigend. Allerdings. Wobei mir geht es da jetzt eigentlich besser, wenn man mal von den Westafrikanern absieht und dir. So, warte hier, pass mal auf. Oho, bei mir kommt jemand nach Hause. So, ich mach mal hier Runde beenden. Mach mal. Ich kann, wie gesagt, momentan eh nicht so viel machen. Meine Reserven
geben das einfach nicht hin. Und wenn du dann dran bist, denke ich, könnten wir auch direkt mal, dann sind wir bei 19 Minuten, wenn dir das was sagt. Oh, warte mal, Diplomatie. Ägypten will einen Nicht-Angriffspakt, das würde ich mal verneinen. Da, das bringt uns nichts. Ja. Abbrechen. Ah, siehste, jetzt sind wir bei 20 Minuten. Siehste? Siehste? Müsste ich nur noch schön drüber nachdenken. Ist das nicht wunderschön? Hier, direkt, na, wenn das durchgelaufen ist. Ui, wie sie alle durchlaufen hier oben. Schön. Da waren die Geier. Die das damals auch schon so gewesen ist? Natürlich. Das war alles rundenbasiert. So. Also denn. Ja. Wollen wir da an der Stelle den Kult setzen? Jawohl, so machen wir das auf jeden Fall. Ich habe ja wieder eine politische Intrige. Muss mich mal hier ein bisschen drum kümmern, dass mein Haus wieder ein bisschen mehr in Saft kommt. Aber das werden wir schon hinkriegen. Ja, mein Gott. Genau, schauen wir uns in den nächsten Folgen an. Schaffst du schon. Genau. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss.